was für Schlampen sind drei Rekos mit Bandanas und einer, der seine Maske schmiert. Ihr battelt und battelt, doch es gibt keinen, der diese Spassen kennt. Ich bin ja der Kanake, doch ihr kommt doch mit der ganzen Gang. Jeder Einzelne hält allein sowieso nicht geschafft. Ich mein, Reality hat gegen Probiotik verkackt. Guck lieber weiter, Fingertipps und basten deine Pappen. Siehst du aus, so wie du klingst, würde ich mir auch so eine anschaffen. Aufgrund eures Verhaltens frage ich mich, wer hier das Lenkende ist. Sie labert durch Gears, du Scheiße, Hauptsache der Reim. Ihr seid hier oberkrass, nach einem versuchten Punch kommt ein sehr schlechter Reim. Und dann diese Bandanas, man merkt, ihr wollt gern Time-Matic sein. Ich schäme mich, diesen Schrott dazu betteln. Klar eure Bandanas und poliere euch nochmal die Fresse. Macht kein auf Drogen-Image, wenn euch das Weed schon zerfetzt. Ey, wie soll ich euch betteln, wenn ich euch ständig verwechsel? Was für Pöbeldruck, bitte wär's gemeint. Ihr macht hier keine Welle, versucht's mal bei RTL 2. Was für Pöbeldruck, keiner weiß, wie er sei. Wundert mich nicht bei dem wacken Scheiß, den ihr betreibt. Was für Pöbeldruck, bitte wär's gemeint. Ihr macht hier keine Welle, versucht's mal bei RTL 2. Was für Pöbeldruck, keiner weiß, wie er sei. Wundert mich nicht bei dem wacken Scheiß, den ihr betreibt. Ich habe eure Strophen studiert und es sagt einiges aus, dass der Beste eurer Crew gegen ein Probiotik verliert. Komm mal raus aus deiner Traumwelt, Reality. Sprach dich mit einem paar Schmeck in die Reality. Pöbeltrupp, das wäre wirklich hammer-originell. Ich sehe eure Fressen schon auf einem Cover von einem Van, die ihr beim größten Drecksender von RTL immer langgang weitergehend Einschaltquoten senkt. Vier Pisser, die ihre Fressen nicht zeigen in ihrem Leben, nichts gerissen, doch für Rap-Cons erreichen und wissen Battle-Tuning. Jetzt zerfetzen bessere Texte und ich hab von uns vier Kanälen am schlechtesten rappen. Hallo? Kann es sein, dass ich viel besser auch noch doof sei? Ihr wisst schon, dass dein Name übersetzt einfach nur hohl heißt. Doch wenn ich recht überleg, passt dein Name doch gut. Denn gute Zeilen findet man bei hohen Farben mit Null.